Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Elden Ring New Game Plus. Wir haben in der letzten Folge die traurige Geschichte von Irina gesehen. Hier liegt sie, tot. Und ihr Vater, der schwört auf Rache. Wird er sie bekommen? Wir wissen es nicht. Vielleicht treffen wir ihn nochmal wieder. Jetzt allerdings wird es für uns Zeit, weiterzuziehen, denn hier haben wir soweit alles gemacht, was ich machen wollte. Und als nächstes müssen wir nochmal zu Godric und müssen von hier aus in den Thronsaal, um ins nächste Gebiet zu kommen. Man könnte natürlich einfach auch um Schloss Sturmschleier herumlaufen. Jetzt habe ich aber Godric besiegt, also muss ich das ja gar nicht. Von daher kann ich jetzt auch einfach hier dem regulären Weg folgen. Und soweit ich weiß, gibt es da unten auch noch ein relevantes Item. Genau hier hinten. Die Shabiri-Traube. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Ja, ich nehme deine Trauben. Vielen lieben Dank. Ich werde sie essen. Und sie werden mir schmecken. Hoffe ich zumindest. Ansonsten beschwere ich mich bei dir persönlich dafür, dass deine Trauben nicht in Ordnung sind. Die Shabiri-Traube ist ein Schlüssel-Item. Vergilbender und triefender Augapfel eines Kranken. Der vergilbende und triefende Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig wie eine große überreife Traube. Gebt dies der blinden Jungfer, um sie zum fernen Licht zu führen. Machen wir. Machen wir. So, dann ist hier eine Gnade. Und dann seht ihr da hinten jemanden auftauchen, ne? Ist einfach aufgetaucht und sieht aus wie Irina. Hello? Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Eine Fingermaiden. Ihr Kleid ist blutig und sie trägt eine Augenbinde. Sie sieht genauso aus wie Irina. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Wie ihr wünscht, Geste. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Schon seltsam. Hayata, Irina, und sie sieht ihr wirklich sehr, sehr ähnlich. So, Seeklippen. Und da ist noch ein Reisender. Bock. Good to see you, Master. Do you remember me? Bock, the demi-human. You helped me before. And retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well,
I am your personal seamster after all. So, bei ihm können wir Kleidung anpassen. Bedeutet, wir können das Aussehen von bestimmter Kleidung ändern. Allerdings nicht von jeder Kleidung. Aber ein paar Sachen können wir dann zum Beispiel... Ganz kurz. Ich schaue nur eben, ob man sich das irgendwie anschauen kann. Also ein paar Teile kann man dann bei ihm ändern. So soon? Please do be safe on your journeys. Ich habe vor, sicher zu reisen, aber ich muss noch eine weitere Person hier treffen, nämlich Tops. You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the Shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery, but still, my place is at the Academy. Ja, Tops ist nicht gerade das absolute Vorbild für Selbstsicherheit, aber wir können mit ihm über Selen sprechen und über den Schimmersteinschlüssel. Er erzählt uns nämlich, dass die Akademie abgeschlossen wurde und wir eben erst diesen Schlüssel finden müssen. Und er ist leider draußen und nicht drinnen. Also, Tops ist leider draußen und nicht drin und er wäre gerne wieder drin, um seine Studien weiterzuführen. Aber wir können auch mit ihm über Selen sprechen. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy. Accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Ja. Ich glaube, Selen hat das Faustdick hinter den Ohren. So, gut. Wir müssen weiter, liebe Leute. Es gibt hier einiges zu tun in diesem Gebiet. Unter anderem müssen wir das kleine Dorf hier erreichen. Was haben wir hier noch alles? Die Kristallhöhle. Das ist ja eh was anderes hier hinten, die Hütte. Also hier haben wir so viel. Also hier gibt es richtig viel zu machen. War ich hier drüben schon? Ja, hier war ich schon. Hier ist ja das Startgebiet. Da war ich schon. Genau, hier ist noch ein Siegelgefängnis. Da können wir hin.
Gut. Dann überlege ich nur, wir könnten noch zur alten Fingerleserin gehen. Ich überlege nur, was jetzt gerade als nächstes hier am meisten Sinn machen würde. Wir können ja mal einfach reinreiten in das Gebiet hier. Ist ja auch ein sehr, sehr schönes Gebiet. Ein sehr anmutiges Gebiet. Ah, nicht zu tief springen, nicht zu tief springen. So. Ich will mich hier nicht mit zu vielen Gegnern anlegen. Die sind mir alle relativ egal. Aber es gibt hier wirklich seit einiges, was man hier machen kann. Und deswegen, wir haben nicht viel Zeit. Also wir haben eigentlich haben wir alle Zeit der Welt. Aber wir haben nicht viel Zeit. Da hinten geht es zur einen Insel, glaube ich. Da vorne ist Raya Lucaria. Sieht sehr, sehr cool aus. Wie gesagt, es ist schon eine Weile her, seit ich hier so richtig unterwegs war. So, da vorne ist auf jeden Fall die nächste Gnade für uns. Spring mal runter hier. So. Genau, Ruinen von Laskia. Es gibt hier aber noch andere Ruinen, wo ich gerne hin will. Oder hätte ich hier lang gemusst? Wartet mal. Das sind die Hexenfluchruinen. Ich muss ja doch zu. Ich muss natürlich noch zu einer anderen Ruine. Nö, aber die sind ja alle. Also Ruinen gibt es natürlich jede Menge in diesem Spiel. Ich frage mich halt, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Weil das ist so ein weiter Weg dort und ich frage mich, warum habe ich da noch nichts entdeckt? Was habe ich da vergessen? So. Was haben wir da gelassen, was nicht da bleiben soll? Bock, was ist deine Meinung dazu? Ja, wahrscheinlich weißt du es nicht, ne? So, hier müssen wir bei Gräber springen. Also ich bin der Meinung natürlich, dass ich hier schon war. Aber ich kann hier auch natürlich was vergessen haben. Ja, den Turm müsste ich auch nochmal absuchen wegen Godrics Rune. So, erstmal hier schön das... Oha, die Musik ändert sich. Was ist los? Wer will mich jetzt töten? Genau, die Südhochstraße. Und zwar da vorne. Guckt euch mal diese Ruine da an. Die sieht nämlich so aus, als hätte ich sie noch nicht entdeckt. Ah, geläuterte Ruinen. Wen haben wir denn hier? Ein Haufen Soldaten. Soll sich ja auch lohnen, hier die ganze Aktion.
So, und ihr guckt ein bisschen doof. Ja, ich denke mal, dass ich meinen Schild trage, aber den trage ich gerade gar nicht. So. Was wir hier nämlich eigentlich wollen an dieser Ruine ist, erstmal geht es hier nach unten. Und ich habe diesen Ort damals nicht entdeckt, deswegen muss ich schauen, was hier ist. Hier könnte jetzt alles sein. Ihr könntet das mächtigste Item im ganzen Spiel warten. Erbe der zwei Finger. Ah, okay, das ist ein Item, was ich nicht gefunden habe. Und eine Shabiri-Traube. Ich weiß nicht, wie viele ich davon finden werde hier im Spiel, aber ihr seht, es gibt sie. Und dann ist auf der anderen Seite nämlich noch ein Eingang, meine ich gesehen zu haben. Oder war das der schon? Ich glaube, das war er schon. Ich hätte da einen Eingang gesehen, den ich unter Brettern vermutet hätte, aber das kann der gewesen sein, den ich einfach aufgeschlagen habe. In meiner grenzenlosen Macht, die ich besitze. So. Aber wo ist, hey, wo ist Jetta jetzt hin? Okay. Northwest side of the ruins sollte dann irgendwo hier dann sein. Ist die das da unten? Oder ist das nur eine Statue? Was ist dein Begehr? Kommt alle heraus, heraus aus der Dunkelheit unter der Erde. Bieten wir unsere Augen der Jungfer dar. Okay, also irgendwie Northeast, Northwest, da ist Northwest. Oh, hier ist noch ein weiterer Komplex. Sind hier noch nicht durch. Ah, schaut mal, wer da ist. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes. Their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes. But you seem somehow firmer. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. Okay, wir werden sie noch mal treffen. Du bist schon ziemlich groß. So, ich glaube, hier gab es irgendwo noch so einen Bootfahrer. Ja, ich glaube hier, ne? Nee, ist nur das Dorf der rasenden Flamme. Es gab hier auf jeden Fall noch so einen Bootfahrer. Hier irgendwo.
So, wir können aber auch erstmal uns hier zum Dorf begeben, zum Dorf der Albinorix. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Dorf, oder? Okay, gehen wir erstmal hier zum Dorf hin. Und da haben wir auch auf dem Weg dahin, können wir hier noch diese beiden Siegelgefängnisse machen. Das heißt, wir starten jetzt erstmal hier oben wieder. Ja, wie gesagt, heute ist mir nicht so nach Bullshit reden. Heute will ich immer ein bisschen Progress machen, weil mich auch die Questline von Hayetta total interessiert, die wir hier gerade so nebenbei ein bisschen mitspielen und ich da total viel Interesse dran habe. Und Nephili treffen wir gleich auch wieder. Auch ihre Questline werden wir heute ein bisschen vorantreiben. Also ihr merkt, heute werden hier richtig... heute wird hier richtig Strecke gemacht, ne? Heute gibt es hier keine Ausflüchte. Heute wird hier mal richtig was geleistet. Und ich muss darunter, am besten ohne das Zeitliche zu segnen, das Jegliche zu zeichnen. So, das hat funktioniert. Genau, und dann haben wir nämlich da vorne ein Siegelgefängnis, was ich spielen kann, an dem ich damals ein bisschen länger gespielt habe, weil das wirklich mit so einem riesen Feuermagier bewohnt war. Das war auf jeden Fall ziemlich knackig damals. Also das hatte mich schon, ich glaube, fast eine ganze Folge aufgehalten. Da habe ich schon ein bisschen länger für gebraucht. So. Nehmen wir die Gnade hier mit. So, jetzt müssen wir da nach oben. Ah ja, der Händler hier. Was verkaufst du Schönes? You're new. Surprised you found me in my little nook. No matter, no matter. Your money's as good as anyone else's. Why don't you take a look at my wares? Oh, but ja, zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ask me how I got my hands on them, eh? Zeig mal her. Die Laterne brauche ich nicht. Die Schmiedesteine kaufe ich dir ab, einfach um sie zu haben. Der Rest ist mir egal. Wobei, die Astrologenrobe sieht ganz witzig aus. Die nehme ich mal mit. Einfach nur, weil sie witzig aussieht. Style over Substance. So, und da ist unser Siegelgefängnis. Nehme ich aber auf jeden Fall eine andere Waffe dann. Nehme ich die hier. Ja, weil der macht selber Feuerschaden, also brauche ich mit meiner Feuerklingel da eigentlich nicht ran. Warte mal, ich kann aber mal meine Ausrüstung mal ein bisschen pushen. Nö, ist eigentlich noch alles sehr gut. Tja. Aiden, der Feuerdieb, Flamme des grausamen Gottes. Ach, von dem hatte ich sie damals bekommen. Ja, der Feuerdieb, der hat sich ausgediebt. Der ist jetzt Deep Fried, wollte ich sagen, aber ich habe ihn ja gar nicht mit Feuer angegriffen, sondern mit heiliger Kraft. Aber so kann es gehen, ne? Manchmal denkt man sich, boah, wie schwer sind die Bosse im Grundspiel gewesen und dann im New Game, da geht es dann richtig gut. Ist aber am Anfang so. Am Ende werdet ihr sehen, wenn ich dann gegen die Endbosse kämpfe, das wird echt nur ganz wenig leichter werden, weil ich werde einfach nicht mehr so krass viel stärker, glaube ich. Also nicht mehr so krass wie jetzt im Gegensatz zum Anfang. Aber gegenüber dem Anfang bin ich halt deutlich stärker.
Hütte des schlummernden Wolfes. Warte mal, das war doch auch nicht unwichtig gewesen. Das war doch auch nicht unwichtig gewesen. Ah, wo ist die Hütte? Wo ist die Hütte? Also hier steht Hütte des schlummernden Wolfes. Aber was ist nicht hier? Ein schlummernder Wolf. Okay, strange. Ja, wie komme ich jetzt eigentlich da oben hin? Ich glaube, ich muss da hoch für das Dorf der Albinorix. Weil ich ja auch Nephelis Questreihe weiterspielen möchte. Irgendwie werde ich da schon hochkommen. Aber geil, ne? Direkt in dieser Folge nochmal einen neuen Ort entdeckt, den ich damals beim ersten Mal nicht gefunden habe. Boah, das Wasser sieht eklig aus. Ich reite hier mal ein bisschen drumrum. Vielleicht bietet sich ja da eine Möglichkeit. Ist diese komische Kathedrale. Ich weiß gar nicht, ob ich damals hier drin war. Ich kann mich ja auch nicht mehr an alles erinnern, was ich in über 100 Folgen Elden Ring gemacht habe. Das Schlimme ist, ihr Zuschauer, ihr könnt das dann immer. Ihr sagt dann immer direkt, na, du hast aber damals das und das gemacht. Jetzt nicht hier so tun, Junge. Ah ja, Dorf der Albinorix. So. Eine Larventräne, die brauche ich zum Umskillen. Und hier ist auch... Zack. Hier ist auch die Gnade. So. Und hier irgendwo ist Nepheli. Weiß allerdings nicht mehr so genau, wo. Ich weiß, über die Brücke rüber ging es ja dann zu einer Art... Nee, die Brücke rüber war noch safe. Nur da oben über die andere Brücke, da ging es dann zu einem Bosskampf. Naja, auch nur ein kleiner Bosskampf. Wo bist du, Nepheli? Ich suche dich gerade. Außerhalb des Dorfes. Aber gut. Außerhalb des Dorfes könnte aber auch von da aus sein, woher ich kam. Ah nee, ich musste da unten, glaube ich. Ah, ich weiß wieder, wo sie war.
erinnere mich wieder, ich musste hier unten lang. Oder? Ganz schön dunkel hier. Mach mein Licht an. Ey, ich weiß, dass ich sie damals auch auf jeden Fall gesucht hatte. Heute ist so die Suchenfolge. Wir suchen heute eine ganz schöne Menge. Die richtigen Orte, die richtigen Leute. Es wird viel gesucht. Und falls ich mich versuche, habe ich hier schon mal meinen Grabstein vorbereitet, beziehungsweise meinen Sarg vorbereitet. Oder muss ich tatsächlich erstmal oben den Boss besiegen? Ich weiß es halt nicht mehr. Ah, schaut mal, da ist sie doch. Oder nee? Du bist nicht Nefeli. Du bist ein wahnsinniger Parfümierer. Genau, ich suche nämlich dich. Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, not a one. Oh, please leave me be. Wait then. You're not one of them. Well, what a relief. Oh, goodness me. I am Albus. An Albinoric, as you can see. We're finished. The whole village is finished. The curse mongers have destroyed everything. No one that remains has their wits about them. I beg you. Would you look after this medallion? You must keep it out of the curse mongers' hands. Geheimes Halligbaum-Medaillon rechts. Dankeschön. And if you should meet the young Albinoric Latena, then please give it to her. Mach ich. Werde ich machen. A chosen land awaits us, Albinorics. The medallion is the key that leads to the city. It's only a quaint treasure for we who cannot make the journey. But for dear Latena, it is needed to fulfill her purpose. Ich werde darauf aufpassen. My legs will soon fade, and with them my life. Alas. This is the immovable fate of all Albinorics. Klingt doch nicht sonderlich gesund, ne? Möchte ich dir mal mit auf den Weg geben. Oh, fuck. Okay. Er bricht direkt zusammen. Na gut. So, und jetzt ist hier eigentlich irgendwo, müsste jetzt auch Nefeli kommen, meine ich. Ich muss vorher mit ihr sprechen, bevor ich zum Bosskampf gehe, glaube ich. Weil ich glaube, ich kann sie beim Bosskampf beschwören. Ich meine, es ändert nichts an ihrer Quest, wenn man sie beschwört, meine ich.
Wo bist du denn, Nephili? Ich meine, ich habe dich schon im Schloss gesucht. Jetzt suche ich dich hier auch noch. Ich gehe jetzt hier einfach mal den ganzen Weg zurück. Nephili, wo bist du? Mach mal Piep oder Doppelpiep. Piep, piep, piep. Versteck dich doch nicht von mir. Das kostet uns alle bloß Zeit. Ach, das sind Leichen hier. Ach, das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Einfach Leichen hier. Also ich bin zu blöd, um Nephili zu finden, oder ich weiß einfach nicht mehr, wo sie steht. Wir wissen, ob man da jetzt auf dieses Dach hoch kann. Das sah nämlich nach so einer typischen Jump'n'Run-Passage aus. Vielleicht muss ich vorher mit Gideon sprechen, dass er mir nochmal sagt, was ihre Quest ist oder so. Ich meine, ja, dann gehe ich gleich nochmal zurück und gucke mir das mal genauer an. Also man kommt aufs Dach, aber es bringt einem keinen Vorteil. Weil darüber, über die Brücke geht es halt zum Bosskampf, über die große Steinbrücke. Bleibt ja nur noch diese kleine Brücke hier. Aber da kriege ich auf die Fresse. Da scheint doch kein Zugang zum Dorf zu sein, eher so ein separater Bereich hier. Na gut, ihr lieben Leute, dann gehen wir mal zurück zum zur Tafel und schauen uns da einfach mal um. Ach du! Stimmt, du kommst ja auch noch an. Stimmt, du kommst ja auch noch an und willst mir Übles. Tja. Ensha. Die greifende Knochenhand. Genau, und hier findet man jetzt ihr Rüstungsset. Und Gideon hat hier mal direkt die Tür zugemacht. Ach, hier ist Nephili, schaut mal. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nephili Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Arsenal-Talisman. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father.
If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed off. I'll see you again, Warrior, should the fates deign it. Ja, vorher will ich immer noch ganz kurz mal, ne, eine Totale von dir machen. Dankeschön. Brauche ich dann später für Thumbnails. It's about time I headed off. I'll see you again, Warrior. So, okay, ja, dann deswegen habe ich sie noch nicht im Dorf gefunden, weil sie war natürlich noch hier. Okay, damit wäre dieses Geheimnis gelüftet. Ich muss hier sowieso noch ein paar Gespräche führen. Deswegen bleiben wir direkt hier. Tafelrunde, machen nächste Runde hier weiter. Es gibt hier einige Dialoge, die ich hier noch haben möchte. Danach geht es ja nochmal zurück ins Dorf der Albinorix. Und dann erleben wir noch viele schöne weitere Abenteuer hier in der Welt von Elden Ring im New Game Plus. Vielen lieben Dank, ihr lieben Freunde meines Kanals, fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein, gehabt euch wohl, BB, euer Hyuga.